Willkommen, liebe Zuschauer. Wieder einmal eine neue Zeitreise bei uns im Programm. Wir haben uns diesmal eingefunden vor dem Kulturhistorischen Museum in Rostock. Denn da drin wird eine ganz tolle Ausstellung vorbereitet. Deutschlandweit feiert man 500 Jahre Reformation. Noch ist sie nicht fertig. Wir werden uns aber umschauen dort und vieles Interessante ganz bestimmt auch hier entdecken. Doch bevor es losgeht, einige Informationen und einige Gedanken zum Thema Reformation. Bereits vor Luther, wie zum Beispiel in der Hussitenbewegung, die in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von Böhmen aus ihren Anfang nahm, gab es verschiedene Bestrebungen zu Veränderungen in der Kirche. Diese nach dem Reformator Jan Hus genannte Bewegung entstand mit einem Aufstand als Reaktion auf seine Verbrennung als Ketzer. Dieses wurde auf dem Konstanzer Konzil 1415 beschlossen. Dem Aufstand folgten mehrere Jahre Krieg gegen den katholischen Kaiser. Die Hussiten wurden zwar besiegt, doch im einfachen Volk gärte es weiter, zum Beispiel wegen Ungerechtigkeiten und Ausbeutung durch die Kirche. Ein Magister und Priester, Nikolaus Rutze, lehrte Ende des 15. Jahrhunderts in Rostock an der Universität. Auch er gehörte zu den Anhängern des Jan Hus. Durch die 95 Thesen des Theologen Martin Luther, der diese am 31. Oktober 1517 am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hatte, flammten die Unruhen erneut wieder auf. Der große öffentliche Widerhall löste dann die Reformation aus. Zunächst war dies eine kirchliche Erneuerungsbewegung zwischen 1517 und 1648, die dann zur Spaltung des westlichen Christentums in verschiedene Konfessionen führte. Zu Luthers engsten Weggefährten gehörten der aus der Kurpfalz stammende Philipp Melanchthon und der in Pommern geborene Johannes Bugenhagen. Die Reformation brachte für das ganze Volk etwas Wichtiges, einen enormen Bildungsschub. Dies war möglich durch die Erfindung des Buchdruckes durch Gutenberg und somit der Verbreitung einer Bibel in der Muttersprache des Volkes. Allgemein wird der Westfälische Frieden von 1648 als Abschluss der Reformation betrachtet. Schließlich war der dadurch beendete 30-jährige Krieg ein Krieg zwischen den Religionen. Obwohl die Reformation im Norden Deutschlands sehr schnell Fuß fasste, immerhin wurde die Küstenregion zwischen Dänemark und Polen mehrheitlich evangelisch, dauerte es mit der Umsetzung einige Jahre. Rostock war in Mecklenburg die erste Stadt, in der sich die Reformation durchsetzte. Doch auch hier gab es zunächst Widerstände gegen die evangelische Lehre. Erstmalig verbreitete 1519 der Prediger der Marienkirche und spätere Kaplan der Jakobikirche, Sylvester Tegetmeier, die neue Lehre. Unterstützung erhielt er vom Franziskanermönch aus dem Katharinenkloster, Stefan Kempe. Aber beide waren noch erfolglos. Erst durch Joachim Slüter, der die herausragende norddeutsche Persönlichkeit der Reformation an der Warnow war, konnte sich die neue Lehre hier durchsetzen. Er selbst kam aus der unteren Volksschicht, war der Sohn eines Fährmannes aus Dömitz an der Elbe. Ab 1524 erreichte die Reformation dann auch Wismar. Hier waren es aus dem Grauen Kloster der Franziskanermönch Heinrich Never und aus der Nikolaikirche der Prediger Heinrich Timmermann, die den neuen Glauben verbreiteten. Die Franziskanerkirche war ein erster Stützpunkt der Reformation in der Stadt. Doch bis zu ihrem Sieg 1541 sollten noch Jahre vergehen. Rostock war für ganz Mecklenburg das geistige Zentrum und die erste Stadt des Landes, in der nach dem neuen Glauben gepredigt wurde. Die Reformation nahm also ihren Anfang in der Petrikirche. Es war der Herzog von Mecklenburg-Schwerin, Heinrich V., der selber mit den evangelischen Ideen sympathisierte, der Slüter 1523 als Kaplan nach St. Petri berief und ihn unterstützte. Vorher war dieser bereits seit 1521 Lehrer an der Petri-Gemeindeschule in der damals ärmlichen östlichen Altstadt. Nicht nur das Kollegialstift von St. Jakobi und das Dominikanerkloster St. Johanni wehrten sich zu jenem Zeitpunkt gegen die Reformation, sondern auch noch die Ratsmitglieder, die Universität und der Herzog von Mecklenburg-Güstrow
Albrecht der Siebte, der Bruder von Heinrich dem Fünften. Slüter hielt seine Predigten bewusst in der Sprache des Volkes, in niederdeutscher Sprache, und zog solche Massen an, dass er unter freiem Himmel predigen musste, weil der Kirchenraum die Zuhörer nicht mehr fasste. 1525 war das Jahr der Niederlage der deutschen Bauern im Krieg gegen den Adel. Geführt wurden sie vom Reformator Thomas Müntzer. Im gleichen Jahr gab Slüter sein evangelisches Gesangsbuch heraus, in dem er alle bisher bekannten lutherischen Lieder gesammelt und ins Niederdeutsche übersetzt hatte. Ein Jahr später, also 1526, folgte ein Gebetbüchlein. Beide Bücher sind die ältesten Zeugnisse ihrer Art überhaupt. Vor allem das Gesangsbuch wurde zu einem Bestseller und weit über die Grenzen Mecklenburgs verbreitet. Noch 1527 war er wohl der einzige Prediger des neuen Glaubens in Rostock. Seine Feinde setzten alles daran, ihn zu sabotieren bzw. ihn sogar ganz zu beseitigen. Es waren die Bürger der Stadt, die ihn vor seinen Feinden beschützten und bereits ein Jahr später erreichten, dass der Rat einen evangelischen Priester anstellte. Dies war Valentin Korte aus dem Franziskanerkloster, der nun an der Kirche des Heiligen Geisthospitals wirkte und 1531 Hauptpastor in St. Marien wurde. Dort gab es bereits ab 1529 zwei weitere evangelische Prediger, Matthäus Edeler und Peter Hakendahl. Es war Nikolaus Grüse, der selber 1574 Prediger in der St. Katharinenkirche und ab 1577 am Kloster zum Heiligen Kreuz war, der als Slüters Biograf gilt und sein Schaffen später würdigte. An dieser Stelle bei Slüter unterbrechen wir kurz unsere Geschichte, um den Slüter in der Ausstellung schon mal zu bewundern. Neben mir ist Herr Dr. Steffen Stuth, der Leiter des Museums, wie Sie sicherlich alle wissen. Und wir wollen ein bisschen mehr erfahren zu dem gesamten Gemälde. Dr. Stuth, wer ist denn hier drauf, abgesehen jetzt mal von dem wichtigen Mann Slüter? Den sieht man hier gleich in der Mitte. Joachim Slüter predigt unter der Linde auf dem Kirchhof der Petrikirche hier in Rostock. Das ist der Beginn der Reformation hier in Rostock. Er hält die Bibel in der Hand, ganz wichtig. Er predigt den Leuten das Wort Gottes in der Volkssprache in Niederdeutsch und das Volk strömt in Massen von weit her, auch vom Kröpeliner Tor, zu ihm hier an die Petrikirche. Es sind aber auch seine Gegenspieler zu sehen. Wir haben hier Barthold Möller, den Beauftragten für den Ablasshandel des Papstes, der hier gerade sich mit einem Mönch unterhält, einem Mönch, der zu den Gegnern Joachims Lüthers hier in der Stadt gehört. Zwei Personen, die eigentlich nicht dabei gewesen sind, aber auf so ein Gemälde in Mecklenburg auch gehören, sind Heinrich der Fünfte, Herzog zu Mecklenburg, und sein jüngerer Bruder Albrecht der Siebte zu Mecklenburg. Heinrich, der Slüter gefördert hat, Albrecht, der gegen die Reformation gewesen ist. Eine weitere wichtige Person haben wir am rechten Bildrand. Er zerreißt eine Urkunde, eine Ablassurkunde. Joachim Oldendorp, ein wichtiger Professor an der Universität, gehört zu den Befürwortern der Reformation und wird dann später auch in Lübeck ganz wesentlich für die Reformation sein. Und eine Frau mit einem älteren Mannes zu sehen, die spätere Ehefrau von Slüter, das Pastorenpaar sowie Luther und Katharina von Bora, wird die Frau, wird Katharina Gehlen und wird Slüter das erste Pastorenpaar hier in Rostock. Der Vater ist nicht wirklich damit einverstanden, aber muss sich dann beugen. Und ganz am Ende, am unteren Rand des Bildes, trauert die Kirche über den Tod Slüters 1532. Viele Informationen, da sagen wir erst einmal Dankeschön. Sie sind mitten in der Vorbereitung der Ausstellung. Es ist alles noch ein bisschen, das zurechtgerückt werden muss. Wir treffen uns nachher noch einmal, erst einmal fürs Hier. Vielen Dank. Und das nehmen wir gleich mal auf, die Bibel, das gedruckte Buch. Und an der Stelle geht's weiter in unserer Geschichte. Aber es war nicht nur Slüters Verdienst alleine, dass sich die neue Kirchenlehre im Norden durchsetzen konnte. Auch die Rostocker Drucker in jener Frühzeit der Reformation waren daran beteiligt. Mit zu den Bedeutenden zählen insbesondere Ludwig Dietz und Stefan Möllemann. Sie druckten nicht nur die Schriften von Rostocker Gelehrten,
sondern auch die von Slüter und anderer Reformatoren. Durch ihre Handelsnetze war es ihnen möglich, diese Schriften im ganzen Ostseeraum zu vertreiben. Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gab es in der Stadt zahlreiche anerkannte Persönlichkeiten wie David Chytraeus, der sicherlich als der bedeutendste Gelehrte der Rostocker Universität gilt, und Johann Christoph der Ältere. Aber auch Johann Friedrich König, der Luther lehrte, Heinrich Müller oder Theophil Großgebauer seien hier erwähnt, die das Luthertum über die Reichsgrenzen prägten. Neben Slüter war es vor allem der Universitätsprofessor Johann Oldendorp, der entscheidend an der Durchsetzung der Reformation mitwirkte. Er war ein begeisterter Anhänger der neuen, durch Luther geprägten kirchlichen Bewegung. Sein Onkel, Albert Kranz, ehemaliger Rektor der Universität, hatte ihn bereits früh von der Reformationsbedürftigkeit der katholischen Kirche überzeugt. Auch Ulrich von Hutten weilte zu einem kurzen Aufenthalt 1530 in Rostock und bekannte sich hier zur neuen Lehre. Es war jener Dr. Johann Oldendorp, der bereits seit 1526 Stadtsyndikus war und die überraschende Wandlung der Ratsauffassung ab 1531 bewirkte. Der Rat, der Angst vor Unruhen in den unteren Schichten der Bevölkerung hatte, erkannte nun auch die reformatorische Lehre von Luther an und erklärte diese für alle vier Hauptpfarrkirchen für verbindlich. Die Reformation in Rostock war damit durchgesetzt. Und das trotz des hartnäckigen Widerstandes der katholischen Geistlichkeit, angeführt von den Kirchenoberen des Domkapitel an St. Jakobi, aber auch einzelne Klöster wie das Nonnenkloster zum Heiligen Kreuz, die Kartäuser in Mariniehe sowie die Dominikaner von St. Johannes widersetzten sich. Im Franziskanerkloster hingegen, wo man dem Armutsgelübde treu blieb, erkannte man die neue Lehre an. Die Messe zu Ostern 1531 wurde in den drei anderen Rostocker Pfarrkirchen bereits nach der neuen Ordnung abgehalten. In der Nikolaikirche von Antonius Becker, der selber erst ein Jahr zuvor zum neuen Glauben übergetreten war. In der Marienkirche fand man bei jüngsten Restaurationsarbeiten in der Kanzel Hinweise darauf, dass diese im Auftrage des Rates mit Beginn der Reformation umgearbeitet wurde. Der Ratsbeschluss beinhaltete auch ein Verbot an alle Ordensleute, ihre geistliche Tracht außerhalb der Klöster zu tragen. Im September 1531 waren die Bettelordenskirchen der Dominikaner und Franziskaner in der Stadt geschlossen. Die Klöster wurden inventarisiert und standen unter strikter Kontrolle des Stadtrates. Im darauffolgenden Jahr verstarb Slüter. Viele Rostocker glaubten an Giftmord, wie es auch auf seiner Grabtafel stand. Die Stadt bewies ihm 1862 große Dankbarkeit, errichtet ihrem Reformator ein Denkmal, welches sich neben der Petrikirche erhebt. Seitdem trägt auch die Straße vor seiner Kirche St. Petri seinen Namen. Die Universität sowie die Klöster blieben auch nach der Ratsanordnung von 1531 zunächst der alten Lehre treu. Doch das sollte sich bereits im darauffolgenden Jahr ändern. Die Mönche wurden aus der Stadt vertrieben. Aus dem Katharinenkloster der Franziskaner, die sich ja eigentlich der Reformation angeschlossen hatten, wurde ein städtisches Armenhaus. Das Johanneskloster der Dominikaner diente nach der Vertreibung der Mönche als Schule. Hier war nun die erste große Stadtschule zu Hause. Das Gebäude der Michaelisbrüder wurde zum Studentenwohnheim. Die Kartause Mariniehe 1552 gewaltsam aufgehoben. Den großen Grundbesitz der Klöster eignete sich die Stadt gänzlich an. Der alte Doberaner Hof zum Beispiel ging nach der Säkularisierung des Klosters in Doberan in den Besitz der Landesfürsten. Die Herzöge Heinrich V. in Schwerin und Albrecht VII. In Güstrow waren die Herrscher in der Zeit unmittelbar vor der Reformation im Lande Mecklenburg. Beide Brüder hatten aber zur Reformation extrem konträre Haltungen. Heinrich V. wurde von seinem Neffen, dem späteren Herzog Johann Albrecht I.,
welcher bereits protestantisch erzogen wurde, überzeugt, sich für den neuen Glauben einzusetzen. Heinrichs Sohn Magnus III. Wurde ab 1532 Bischof in Schwerin. Auch dieser war der Reformation zugetan und bekannte sich 1538 auf dem Landtag zu Parchim öffentlich zur evangelischen Lehre und drang auf Einführung einer verbesserten Kirchenordnung. In Malchin setzte Herzog Heinrich V. bereits 1531 den lutherischen Prediger Thomas Aderpohl ein und berief dann 1540 den Theologen und Reformator Johannes Riebling nach Parchim als Generalsuperintendenten an die Georgenkirche. Ihn hatte der Herzog zuvor bereits 1537 in Braunschweig bei seinem Schwiegersohn Ernst I., verheiratet mit Sophie von Mecklenburg, predigen gehört. Riebling studierte einst im lutherischen Wittenberg und stand mit Luther im ständigen Briefwechsel. Heinrichs Nachfolger wurde der bereits genannte Herzog Johann Albrecht I., der zunächst den Landesteil Mecklenburg-Güstrow regierte und von 1556 bis 76 den Landesteil Mecklenburg-Schwerin. Er berief 1548 Gerd Oehmken zum lutherischen Hofprediger. Dieser studierte ab 1522 an der Universität Rostock und hatte dort direkten Kontakt zu Joachim Slüter. Nach einem Jahr, also 1549, ernannte ihn Herzog Johann Albrecht I. zum Dompropst am Güstrower Dom. Seine Angehörigen widmeten ihm ein Epitaph in der Güstrower Pfarrkirche. Der neue Herzog beauftragte Johannes Riebling in Parchim mit der Ausarbeitung einer neuen und einige Jahre später auch ins Niederdeutsche verfassten Kirchenordnung. Diese wurde dann noch einmal von Melanchthon ergänzt. Rieblings Verdienst in Parchim ist es auch gewesen, dass das Schulwesen auf einen relativ hohen Stand gebracht wurde. Er gehört mit zu den bedeutendsten Bahnbrechern des Luthertums im Lande. Auch holte der Herzog Adlige, die sich der Reformation verschrieben hatten, an seinen Hof. So den Ritter Dietrich von Malzahn aus Grubenhagen, gelegen in der Nähe des Malchiner Sees. Er berief protestantische Theologen wie Johannes Aurifaber als Professor an die Universität Rostock. Gleichzeitig wurde dieser Pastor der Nikolaikirche, war Herausgeber von Luthers Tischreden und gemeinsam mit Riebling Autor der bereits genannten Mecklenburger Kirchenverfassung. Am 20. Juni 1549 tagte der Sternberger Landtag. Ein historisierendes Fresko befindet sich dazu im unteren Teil des Sternberger Kirchturms. Die Versammlung fand an der Sagsdorfer Warnow-Brücke statt. Ein Gedenkstein erinnert dort noch heute. Dieser Tag war für die Entwicklung der evangelischen Kirche Mecklenburgs maßgebend. 2 Jahre war Johann Albrecht I. nun an der Macht. Hier in Sternberg setzte er die lutherische Lehre für alle Landstände durch, die damit auch von allen als Landesreligion anerkannt wurde. Natürlich waren auch die bereits genannten Johann Riebling und Johannes Aurifaber anwesend, um hier die erarbeitete neue Kirchenordnung vorzustellen. Für den Adel in Mecklenburg, an den sich bereits Luther wandte, ergab sich die Möglichkeit, ihre Kirchenschulden loszuwerden, und die waren meist sehr hoch. Mehr noch, zahlreiche Klöster wie Dobbertin, Malchow und Ribnitz wurden ihnen im Zuge der Reformation, so wie es bereits aus Rostock bekannt ist, zugesprochen. So konnten diese zum Beispiel in Damenstifte unverheirateter Töchter umgestaltet werden. Ab 1552 wurden fast sämtliche mecklenburgischen Klöster aufgelöst. Johann Albrecht erhielt Zarentin und Rehna und dessen Bruder Herzog Ulrich von Güstrow, der zunächst altgläubig erzogen wurde und seinen Glauben erst spät wechselte, aber von da ab die evangelische Landeskirche maßgeblich mitprägte, erhielt das Kloster Dargun. Und so ganz nebenbei wurden dann auch noch die Herzöge von Mecklenburg zum Oberhaupt der Landeskirche. Wie bereits berichtet, widersetzte sich das Rostocker Nonnenkloster zum Heiligen Kreuz noch bis 1562 der Reformation,
bis es dann ab 1584 auch zum Damenstift umgewandelt wurde. Es waren tatsächlich die Nonnenklöster, die sich am heftigsten allen Neuerungen entgegenstellten. Im Drittnitz zum Beispiel war es die Äbtissin, die jüngste Tochter von Herzog Heinrich V., Ursula von Mecklenburg. Aber auch die Benediktinerinnen von Dobbertin waren 1569 noch strenge Anhängerinnen des alten Glaubens. Die einzelnen Herrscher Norddeutschlands konnten sich nicht alleine gegen den katholischen Kaiser Karl V. wenden. Also gingen sie 1551 unter Führung von Moritz von Sachsen untereinander ein Bündnis auf Schloss Hartenfels ein, den Geheimen Vertrag von Torgau. Dieser führte ein Jahr später zum Fürstenaufstand gegen Kaiser Karl V., an dem sich auch Johann Albrecht I. beteiligte. Mit dem 1555 abgeschlossenen Augsburger Religionsfrieden wurde dann schließlich die konfessionelle Ausrichtung des Landes festgeschrieben. Karl V. dankte ab, doch für die nächsten 100 Jahre waren darauffolgende Konflikte damit vorprogrammiert. Zum Schluss noch einmal eine kurze Nachfrage bei Dr. Stuth. Wir haben hier das Bild von Sternberg in Miniatur. Wer ist denn darauf insgesamt zu den wichtigen Leuten zu zählen? Also in Sternberg 1549 waren alle anwesend, die dafür waren und dagegen waren. Das sind die Stände, die Ritter, die Prälaten und die Bürger. Im Mittelpunkt allerdings die Herzöge. Heinrich V. sitzend als der Seniorchef des Hauses, stehend der neue Förderer der Reformation, Johann Albrecht I. Gegen die Reformation, das sieht man hier ganz deutlich, sind die Äbte. Dieser hervorgehobene Abt ist der Abt von Doberan, denn die Prälaten, die Kirchenangehörigen in Mecklenburg, die nehmen das letzte Mal hier an diesem Landtag teil. Auf der anderen Seite die Ritter, also die Adligen in Mecklenburg, die noch tief gespalten sind für oder wider die Reformation. Der gesamte Kosmos des Herzogtums ist drauf, aber im Mittelpunkt stehen, und so ist das Bild auch gemeint, die protestantischen Pastoren zusammen mit den Herzögen und der Kanzler der Herzöge, die die Reformation hier in Mecklenburg durchsetzen. Das sagt dieses Bild, obwohl eigentlich 1549 nur noch mal bestätigt wurde, was eigentlich schon in Mecklenburg seit 10, 15 Jahren gang und gäbe war. Dr. Stuth, danke dafür. Wir wollen nicht schließen, ohne noch die eine oder andere Frage loswerden zu können. Die Ausstellung ist bald soweit. Wann wird's losgehen? Wir eröffnen am 6. Juli. Zu sehen wird sie dann ab 7. Juli sein bis zum 5. November. Wir zeigen die Highlights der Reformation aus Mecklenburg, aber auch die Highlights, und das ist uns ganz wichtig, der Reformation hier in Rostock. Slüter wird hier im Mittelpunkt stehen, aber es werden große Namen der Reformation wie Luther auch im Mittelpunkt stehen. Wir haben einen Originaldruck der Thesen in der Ausstellung. Wir haben eine Originalverteidigungsschrift von Luther für den Reichstag geschrieben, an dem er nicht nehmen durfte, weil er mit dem Kirchenbann belegt war. Wir haben seltene Goldschmiedearbeiten. Wir zeigen seltene Stücke aus den Klöstern, also ein Kosmos des 16. Jahrhunderts. Und dann schauen wir noch nach Nordeuropa ein bisschen. Danke. Also mich haben Sie neugierig gemacht und ich hoffe, liebe Zuschauer, Ihnen geht es ähnlich so. Das Kloster zum Heiligen Kreuz erwartet Sie. Die Ausstellung zur Reformation wird in wenigen Tagen eröffnet. Dankeschön Ihnen für die Zeit. Toi, toi, toi. Viele Besucher, interessante Fragen. Und wenn Sie eine Frage haben sollten, wie es weitergeht mit unserer Zeitreise, die kann ich Ihnen jetzt beantworten. Im nächsten Monat sind wir wieder für Sie zur Stelle und landen dann allerdings in der etwas neueren Zeit. Wir wollen uns mal beschäftigen mit der Geschichte des Überseehafens. Bleiben Sie neugierig und Ihnen Dankeschön. Danke.